was bisher geschah. Was? Warum gehe ich in die Endphase? Victor! Nein, ich war nur so sicher. Ich hätte noch warten sollen. Ich war zu unvorsichtig. Ich spiele nicht online gegen dich. Lass uns treffen. Ich schicke dir die Adresse. Smitty. Ihr wolltest dich also treffen. Richtig. Hier wird gespielt, unter meinen Bedingungen. Denkst du, du kannst das Unvermeidbare aufhalten? Wo spielen wir eigentlich? Hier. Wähle dein Deck. Wir spielen mit 4000 Lebenspunkten. Deine Regeln werden dir nichts bringen. Ich kann dich so nur viel leichter besiegen. Ja, so weit werde ich es gar nicht erst kommen lassen. Duell! Ich fange an. Ich beschwöre meine Gaga-Schwester im Angriffsmodus und nutze ihren Effekt. Anschließend suche ich mir zwei Monster aus dem Deck. Durch Verstärkung für die Armee kann ich mir jetzt noch einen Krieger auf die Hand nehmen. Dann aktiviere ich Dododo Ziehen. Mit Wiedergeburt hole ich nun meine Hexe wieder. Effekt! Jetzt kann ich ein weiteres Dododo-Monster rufen. Zum Schluss gehe ich in Gagaga Cowboy, um dir so 800 Schaden zuzufügen. Du machst Tempo, das gefällt mir. Jetzt beschwöre ich mein Gagaga Kind und nutze den Effekt der Schwester. So werden beide zu Level 4. Anschließend rufe ich ein weiteres Kind und durch seinen Effekt wird auch es zu Level 4, damit ich nun meinen Shockmaster beschwören kann. Ich weiß, dass deine Decks sich immer auf Monster verlassen haben. Daher verbiete ich dir die Monster-Effekte. Kluge Wahl. Ich setze noch eine Karte und du bist dran. Ich ziehe! Zu Beginn aktiviere ich Kartenzerstörung. Jetzt aktiviere ich meine Zauberkarte, um so zwei Monster aus meinem Friedhof zu holen. Dafür zahle ich läppische 900 Lebenspunkte. Ich aktiviere Voreiliges Begräbnis und für 800 Lebenspunkte kann ich ein weiteres Monster aus dem Friedhof rufen. Wenn du so weitermachst, wirst du dich selber töten. Glaub mir, bevor meine Lebenspunkte auf Null gehen, sind es vorher deine. Ich aktiviere meine Zauberkarte. Für einen Preis von 1000 Lebenspunkte geht dein Shockmaster. Vergisst du dabei nicht, dass dein Effekt erhalten bleibt? Glaub mir, das habe ich nicht vergessen. Ich synchronisiere jetzt meine zwei Monster, um daraufhin ein noch mächtigeres Synchro zu rufen. Und hier beginnt deine Niederlage. Ich aktiviere meine Fusionskarte. Ich darf jetzt von meinem Friedhof fusionieren für mein mächtiges Psi-Monster. Doch damit nicht genug. Ich rüste es noch mit meiner Zauberkarte auf. Los, mein Monster, zerstöre sein Cowboy. Das war's. Los, mein Synchro-Monster. Attacke, beende das Duell. Halt, so leicht gebe ich den Sieg nicht her. Ich aktiviere meine Falle. Du willst dich echt auf dein Glück verlassen? Lächerlich. Du kannst dich trotzdem nicht aufhalten. Stör! Was? Ich wusste, dass das hier etwas nicht stimmt. Atze? Verschwinde, Smitty. Das ist außerhalb deiner Liga. Geh! Ich habe deine dunkle Seite direkt wahrgenommen. Ich habe versucht, dich in Köln aufzuhalten. Wo ist Schattenspieler? Doch ich wurde selber aufgehalten. Dann finde ich ihn ebenso. Ich wollte Victor davon abhalten, eine Dummheit zu begehen. Doch ich konnte ihn nicht zur Vernunft bringen. Nun stehen wir uns gegenüber, mein Freund. Und endlich ist es Zeit, dass ich dir helfe. Helfen? Hilf dir doch lieber erstmal selber. Du konntest zwar meine Attacke abwehren, aber es ist mir sowieso egal. Es geht mir nur ums Gewinnen. Egal, was du auch tust. Ein kleiner Teil meines Freundes steckt immer noch in dir und kämpft gegen dich an. Ich weiß es. Und er wird der Einzige sein, der heute gewinnt. Denkst du echt, dieser Schwächling bekommt die Kontrolle zurück? Genug der Worte. Lass Taten sprechen. Ich fange an. Ich beschwöre mein Überfall-Raptor-Monster in Angriffsmodus und beschwöre direkt ein weiteres. Jetzt darf ich mir noch durch meine Zauberkarte ein Überfall-Raptor-Monster aus dem Deck auf die Hand nehmen. Schau gut her. Jetzt beginnt deine Niederlage. Ich aktiviere den Effekt meines Monsters und beschwöre meinen ultimativen Falken. Da sein Effekt negiert und er somit nutzlos ist, upgrade ich ihn mit meiner Zauberkarte. Los, zeig dich, mein mächtiger Final Fortress Falken. Bevor ich meinen Zug beende, setze ich noch eine Karte. Zeig mal, was du kannst. Ich ziehe. Um deine Zauber und Fallen loszuwerden, aktiviere ich schwerer Sturm. Dein Sturm ist nur noch heiße Luft. Ich aktiviere meine Falle, um ihn zu negieren. Er hat seine Aufgabe erfüllt. Ich werfe einen Stein der Legende in den Friedhof, um Karten des Einklangs zu aktivieren und zwei Karten zu ziehen. Mein Stein erlaubt es mir nun, einen weißen Drachen aus meinem Deck auf die Hand zu nehmen. Dann beschwöre ich die Maid mit den blauen Augen aufs Feld. Mit ihren Angriffs- und Verteidigungswerten hat sie genauso viel Macht wie du. Stimmt. Wenn man alleine kämpft, scheint es oft aussichtslos. Aber das ist nicht der Fall. Ich aktiviere den Effekt meines Weisen mit den blauen Augen von meiner Hand. Wenn sie ihre Kräfte verbinden, kann ich gleich zwei blauäugige weiße Drachen aus dem Deck aufs Feld rufen. Na und? Mein Falken ist viel zu mächtig für deine Drachen. Wenn du denkst, dass das alles war, ich aktiviere elegante Wohltäterin. Was?
Warum wirfst du Wiedergeburt und Raigeki ab? Ich brauche sie nicht mehr. Ich aktiviere jetzt meine Polymerisation und vereine meine Drachen zum mächtigen, blauäugigen Ultradrachen. Verdammt! Ich bin noch nicht fertig. Ich aktiviere jetzt Neutronenblitz. Jetzt kann mein Drache 3 Angriffe durchführen und deine Effekte sind nutzlos. Los, greif mit dem Drachenodem der Zerstörung seine Monster an. Und jetzt, wo dein mächtiger Falken dich nicht mehr schützt, direkter Angriff. Sehr stark, doch es reicht nicht, um mich auf Null zu setzen. Oh doch. Was? Wie? Dein Drache hat keinen Angriff mehr. Ich aktiviere Defusion und zerlege meinen Drachen in seine Teile. Los, meine Drachen, zeigt ihm, wie die Dunkelheit im Licht vergeht. Nein! Warum habe ich verloren? Wie kann das sein? Ich darf nicht verlieren! Verschwinde aus meinem Körper! Du hast zu viel angerichtet! Was willst du, du Wurm? Ohne mich wärst du gar nichts! Ich habe gewonnen! Ich habe alle getötet! Ich habe dir die ganze Macht gegeben! Du kannst einfach gar nichts! Was wärst du nur ohne mich? Er selbst. Alles in Ordnung, mein Freund. Was habe ich getan? Er hatte immer die Oberhand. Ich konnte gar nichts machen. Er hat sie alle ins Schattenreich verbannt. Es ist noch nicht zu spät. Wir können sie retten. Was? Wie? Woher willst du das wissen? Ich habe auch so eine dunkle Seite in mir. Ich habe gelernt, sie zu kontrollieren. Mit meiner Hilfe könntest du das auch lernen. Aber dazu musst du deine dunkle Seite zulassen. Ich bin viel stärker als du. Ab jetzt übernehme ich. Jewel, ich werde dich zerstören. Seitdem ich entfesselt bin, kann mich niemand aufhalten. Ich zeig dir jetzt, was wahre Macht ist. Ich sag doch, du entkommst mir nicht. Stör! Jetzt hab ich dich. Denn es geht nur ums Gewinnen. Nimmst du das Angebot an?